Ja, hi, willkommen, mein Name ist DaniroLP und ich begrüße euch zurück zuletzt bei Tales of Xillia. Und nein, ich habe nicht vor, ein neues Spiel anzufangen, falls ihr euch fragt, warum ich hier im Titelbildschirm bin. Nö, ich wollte ihn einfach nochmal wieder zeigen und mir ist aufgefallen, bei Tales of Xillia, im Logo, über das E und das S von Tales und über den X und den I von Xillia, da sieht man zwei Silhouetten von Jude und Mila. Das fand ich interessant und das ist mir erst vor kurzem aufgefallen. Okay, das war's. Wollte ich jetzt nur mal loswerden. Ja, ich wollte euch natürlich zeigen, ich achte ja auf sowas, ne? Ne? Soll ja nicht so sein, dass ich hier voll blind durchs Spiel gehe. Okay. Ich hatte jetzt eigentlich vor, mit der Story weiterzumachen. Mir ist jetzt nicht so eingefallen, dass ich irgendwas auf Screen gemacht habe. Seit unserer letzten Begegnung in dieser Aufnahme. Deswegen machen wir weiter. Ich will ja vorankommen, ich will ja wissen, wie das Spiel ja ausgeht und so. Na, eigentlich will ich nicht, dass das Spiel endet, aber was soll's. Es kann ruhig unendlich weitergehen. Stell ich mal vor, ein Spiel mit unendlicher Story, die nie zu Ende geht. Was? Ich wollte eigentlich zu dem Viva gehen. Wieso bin ich jetzt hier drin? Warte, warte, ist seine Mutter? Well, hello. Hi. It's nice to see you, Balin. Slipped out of your house to come play, did you? What a shame that Alfred isn't here to play with you now. Where did that boy go off to? Balin? Alfred? Leticia. Alfred's away at boarding school, remember? Oh, yes, that's right. That poor boy must be crying his eyes out. He's so shy, and he always gets so lonely. Don't worry. He sent a letter saying he's fine. Oh, yes, and that he'll come home for his next break. I promised we'd take a trip on the big boat when he does. I know. Alfred said he can't wait to go. You know what he said in his letter? He said he hoped that I wasn't crying. Isn't that funny? He's such a kind, thoughtful boy. Okay. Being away from our hometown has been tough on her. And my dad dying didn't help. All she talked about was how she wanted to go back home to the house we all lived in. Maybe she's happier now that she's forgotten all about that life. Oh. You've been doing all this for your mother? Yep. All these dirty jobs, it was all for Mommy. Touching tale, isn't it? Alvin, you don't have to be like this. Spare me your sympathy. It's all rotten in the end. It's enough to drive me crazy myself. Okay, und deswegen verrätst du uns. Ist klar. Und du schon wieder. Ich wollte eigentlich zu meinen Drachen gehen. Ich dachte, das wäre der richtige Weg hier. Listen. You know that I was an orphan too, right? If I hadn't gotten involved in that line of work, I never would have survived my childhood. In other words, don't say anything to Jürgen. Also, I don't want to look after Leticia anymore. And I want you to tell Exodus to... Wo sollten wir hier hin? I'm afraid I can't do that. Only Exodus can make the medicine my mother needs. And you're the only doctor shady enough to prescribe it. I don't want to do this anymore. I want to go straight. Sorry. But I think it's a fair price for keeping my mouth shut. How could you? All I want is to live happily with Jürgen. And you can. As long as he doesn't find out about your past.
Und jetzt ist mir Elvin noch unsympathischer. But she's crying. Yeah, she's a big old crybaby. We're just gonna leave her like that? If you're so worried, go console her. Comfort the poor, tragic princess. Ja, okay. Kann ich noch mal hier rein? Ich meine, hier rein. Okay. Und da ist sogar eine Quest. Können wir die alte Frau hier ausrauben? Ja, können wir. Gut. Schön. Noch mehr? Nee. Okay, was kann ich noch für dich tun? Wenn wir schon hier rüber gestolpert sind. Mom, I'm home. Oh no. I dozed off again. I have to make a peach pie before Alfred gets back from boarding school. He'll be home any minute. That boy just loves it, you know. Every time I make it, he eats himself sick. Is that right? Of course, he's always been such a sensitive boy. It doesn't take much to upset his stomach. Honestly, it makes me worry for his future. Thinking about it gives me an upset stomach. Sounds like he takes after you. Oh, and he told me in his last letter that he started keeping kitty cats as pets. I believe he said their names were Jude and Mila. What? Poor boy. He must be so lonely. Ich glaube, ich weiß, woran die Briefe immer geschickt werden. Don't worry. I hear he's taking good care of them. Oh, good. It's hard not being able to see him. But what can you do? This was Alfred's decision, after all. As long as he's well, that's all that matters. Lass mich raten, diesen Alfred gibt's nicht mehr und Elvin schreibt die ganzen Briefe mit diesen Tauben. Yes, I know. Das ist ein bisschen offensichtlich. Alfred. Wer soll das überhaupt sein, dieser Alfred? Ich habe jetzt nicht so darauf aufgepasst. Ich war voll verwirrt mit der Situation. Ich wollte eigentlich ein paar Drachen sehen und dann war ich in einem Raum von einer halbtoten Frau. Also, dann muss ja hier der richtige Weg sein, ne? Wenn ich jetzt in den Raum eines alten Mannes komme, dann weiß ich auch nicht. Dann ist das sehr merkwürdig. So. Können wir uns jetzt in die Lüfte erheben oder was auch immer? Oh, nach Fenmont, genau. Da wollten wir ja hin. Ne, direkt in die Mitte rein. Und auch nicht. Oh, ich hab's gewusst. Eine Katze. Oh nein. Die arme Elise muss natürlich mit dem Verräter hier zusammen. Ah. Sag mal, geht's doch. Ist ja, man kann auch normal und ruhiger fliegen, anstatt hier solche Stunts auszuführen. Everyone,
Oh nein, jetzt geht das Coach, wir fliegen schon wieder los. Ja, na klar, kannst du Feuer schlucken. Und lass mich raten, wir sind vollkommen abseits von Fenmont gelandet. Oh Gott. Was ist das für ein Viech? Und wo sind wir überhaupt jetzt? Ja, wir. Warum kommen diese Bosse immer mitten aus dem Nichts? Ah, ich hab. Aber. Oh. Zack. Puffklinge. Puff, puff. Nochmal. Puffklinge. Puff, puff. Und nochmal. Puffklinge. Puff, puff. Hm. Dieses Let's Play wird euch vermittelt von vielseitigkeit.de. Was? Okay. Hier, aber. Warte du. Und nochmal. Puffklinge. Puff, puff. Zack und zack und zack. Und zack und zack. Verdammt. Keine Anzeit mehr. Komm schon. Ich schaffe mal doch. Aua. Ey. Aua. So, verdammt. Aber oh Gott. Das hat nicht getroffen. Nein, Elise. Leia, mach mal was. Aber. Aua. Also was? Jude. Los, komm her. Nein, jetzt kannst du ruhig herkommen. Ich kann auch in der Luft kämpfen. So, komm. Ich glaube, das bringt's nicht. Gegen was bist du denn anfällig? Gegen Wasser. Perfekt. Ich habe den Kampf schaffen aber nicht. Aua. Aua, aua. Aua. Zack. Na, was sagst du dazu? Ein Powertripper, geil. Verdammt, den Angriff kann ich nicht ausweichen. Aber den kann ich ausweichen. Aha. Aua. Hör auf, Mann. Lass mich doch. Achso, ich hatte Verbindung. Zack. Warum kann ich mit dir irgendwie was verbinden? Ich glaube nicht. Ach, und ich sehe gerade, der Part ist so gut wie vorbei. Obwohl, ein bisschen kann man noch kloppen. Oder auch nicht. Da, zack, auf den Verbrecher. So, jetzt aber. Ja, wir sehen uns dann im nächsten Part, wenn wir diesen Boss kaputt kloppen. Ciao.